Leute, willkommen beim ETS Träumen bei einer neuen Folge von The Story. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich ja immer noch hier beim Kunden, wo ich gestern Abend abgeladen hatte. Und jetzt habe ich hier eine neue Tour bekommen von Carrefour. Und jetzt habe ich gedreht einmal hier vorne und jetzt muss ich jetzt wieder hinten an die Rampe dran. Und ja, macht Spaß. Da sind noch Fahrzeuge dazugekommen, wie ihr sehen könnt. Und ja, ist alles hier. Alles andere als cool, ne? Ja. Das ist ja quasi Millimeterarbeit. So, hier werden wir erstmal durch. Hier stand ich ja, wenn ihr es vielleicht noch wisst. Könnt ihr gerne noch, wer das nicht weiß, gerne die letzte Folge noch mal reinschauen. Und ja, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Da stehen die Paletten, die haben sie immer noch nicht weggeräumt. Warum denn auch? So. Und jetzt soll ich mich da in der letzten Ecke wieder reinquetschen, natürlich. Ja, ja, ja. Wie das passieren soll, keine Ahnung, wie ich das hier handeln soll. Deshalb werde ich jetzt hier erstmal genüsslich drehen, wieder mal. Oh, ich liebe sowas, ne? Wirklich, es ist einfach nur spitzelmäßig hier wieder. Das ist ihn auch so mehr oder weniger Latte Macchiato, sage ich jetzt mal. Ne? Wie sieht es denn hier aus? So? Ja, das, wenn ich da reinfahren müsste, wäre es gut. Aber ist leider nicht so. Leute, ist leider nicht so. Ist leider nicht so. Wird ihr sehen. Ich habe mir das ja vorhin schon angeguckt. Bin ja hingelaufen. Beziehungsweise ich war ja bei der Dispo und die haben das ja bestätigt, dass ich da eine Tour habe hier. Gestern konnten sie mir noch nichts sagen. Ja. Aber jetzt. Wie sieht es da aus hier von der Seite hier? Passt soweit. Ich sage euch gleich, was ich hier drauf kriege. Lass mich erstmal jetzt hier mich jetzt hier an die Rampe setzen und dann ja, alles andere dann gleich. Ja, das sieht auch noch gut aus. Auf jeden Fall wird das Kabel ja auch Filet sein, 16 Tonnen. Und ja. Den kriege ich nicht mit. Nein, den, da komme ich vorbei. Das ist ja schon mal erfreulich. Södra, sehr schön. Södra, kenne ich nicht. Ja, hinten habe ich angedockt, aber nicht so, wie ich ranfahren sollte, glaube ich. Nicht so cool, nicht so schön, wie ich es hätte machen sollen, glaube ich.
Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. So, ja, ich stehe jetzt soweit gut. Genau. Ich stehe soweit gut, Leute. Ja. So, wollen wir das Ganze mal jetzt zusammenfassen? So. Motor aus, Licht aus. So, das Ganze, wir sind ja in Bordeaux. Das Ganze geht jetzt von Bordeaux nach La Rochelle und ist nördlich von Bordeaux 253 Kilometer. Und werde ich jetzt, hoffe ich mal, 16 Tonnen zeitnah Kabeljaufilets drauf bekommen und vergütet wird der Spaß mit 530 Euro brutto. Jawohl. Aber vorweg, liebe Leute, ihr wisst ja, ne, an dieser Stelle immer, dass ich mich ein bisschen bemerkbar machen, was das muss, aber ja, kleine Anregung meinerseits, dass ich ja über ein Like und ein Abo mich natürlich sehr freuen würde. Wisst ihr ja, kostet euch nichts und bringt mich ein Stück weit nach vorne. Und ja, das wäre sensationell. Auch sensationell wäre es, wenn ihr dann mal in den Kommentaren was reinschreiben würdet. Das würde mich auch ein Stück weit helfen. Dann weiß ich, was ich falsch mache, was ich verbessern kann, etc. pp. Und ja, und ansonsten bin ich auch im ATS unterwegs. ATS, ETS2, alle 2 Tage, immer ein Wechsel. Auch gerne dort mal reinschauen, auch mit eigener Story. Und ja. Und ja, und am besten, indem ihr meinen Kanal abonniert, verpasst ihr natürlich keine Videos mehr. Und ja, in diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank schon mal im Voraus für euer Support und ja, viel Spaß bei dieser Folge. So, und ich würde mir jetzt nicht so ein bisschen hier die Beine ein bisschen vertreten im bisschen hier und ja, mal sehen, zusehen, dass ich hier wegkomme. Abhängig natürlich von der Beladung, wann die hier stattfindet und ja, dann kann es dann abgehen. Aber wir schauen mal, ne? Käffchen will ich mir doch zwischenzeitlich jetzt hier trinken. Wie gesehen, den einen oder anderen Kaffeeautomaten, der steht hier rum. Und ja, von daher, bis gleich dann mal. So, bin jetzt schon dabei, schon so gut die Hälfte weg von meiner Abfahrtskontrolle. Das kennt ihr ja mittlerweile, ne? Und ja, deshalb Kühlung ist läuft auch. Wie gesagt, ich habe ja Kabeljaufilets drauf, dann ja, muss das ja alles ordnungsgemäß auch laufen mit der Kühlung, ne? Und ja, so vorne noch. Alles klar. So, soweit alles Taco. Oh, Licht habe ich vergessen einzuschalten. Naja, kann ich gleich noch überprüfen, aber ist normalerweise alles im grünen Bereich. So, kann ich da jetzt nicht machen. Ja. Alles gut. So. Ja, umgeschaltet jetzt. Natürlich ein bisschen ja, weniger jetzt die Kühlung. Aber alles gut soweit. Ja, dann kannst du auch insofern losgehen nach La Rochelle. Ich habe mein Kabeljaufilet drauf, die Kühlung ist an. Und alles gut. 253 Kilometer. Dann ja, angeschnallt bin ich auch. Nicht, dass ich das vergesse und das unterwegs machen muss. Wird dann teuer. Und ja. Okidoki. Na dann. Alle, alle, sag ich dazu nur. Wollen wir mal Gummi geben, ne? So.
wir mal ja dezent hier rausfahren. Oh, hier hat sich schon was getan. Also ein paar neue dazugekommen. Aber zumindest kann ich hier entspannter rausfahren, wie ich reingefahren bin. Das ist auch ein neuer, der sich da hingesellt hat. Na gut, sie sind zwar hier ständig dabei, aber na, schön was los, ne? So, ich mach mal das Tor hier auf. Leute, guten Geschmacks hier. Zurückfahren ein Stückchen. So. Biege nach rechts ab. Biege nach rechts ab. Jo, mach rüber. Auf geht's hier. Nach La Rochelle. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, hier auf Geschwindigkeit kommen. Sein soll. So. Und ich habe mir einen Wegpunkt gesetzt. Bitte rechts halten. Ja. Das war so nach 85 Kilometern war das. Oder 87, irgendwie sowas. Ein kleines Päusle machen, weil ich so und so tanken muss. Also von daher alles alles im grünen Bereich. Also ich muss jetzt nicht zwingend tanken, wie man sehen kann, aber ich werde tanken. Bitte links halten. Kühlung läuft soweit. Jo. Gebraucht und hier reinschmeißen, einschalten, besser gesagt. Ja, dann läuft die Kiste, ne? Von selbst, mehr oder weniger. Mein Kabel hier auch, geht's auch gut, da hinten gut gekühlt. Ja, dann treiben wir uns erstmal hier noch ein bisschen in Frankreich rum. Wie gesagt, fahren wir jetzt nach La Rochelle. Das sind gute 250 Kilometer ja, nördlich von Bordeaux. Und ja, ich kann euch leider nicht sagen, wo es danach hingeht. Was ich euch sagen kann, dass ich jetzt hier mein Volley ein bisschen hier ja, umgestalten werde. Keine großartigen Veränderungen, nein, aber so Kleinigkeiten, ne, die ich dann zeigen werde, wenn es dann soweit ist oder fertig ist. Und ja, muss in der Werkstatt dann natürlich fahren und ja, nehme ich mir da wieder so ein paar Tage frei.
jetzt da, wo ich da ein paar Leute am Start habe, mir nochmal so ein paar Tage jetzt da für gewisse Sachen, also Urlaub ist es nicht, also jetzt für Wolli zum Beispiel jetzt um in die Werkstatt zu bringen, nochmal so ein Auge drüber werfen, sprich Inspektion machen und die paar kleinere, wo wir merken, Bauarbeiten, Lackierungsarbeiten und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen wird sich nicht viel ändern, sage ich mal so. Er soll auch so bleiben, wie er ist. Fällt auch so weit. Also von daher ist das alles rechts halten. Alles supi. Dann Ausfahrt rechts. Will ich dann auch machen, wenn ich dann. Ach, da sind wir. Ausfahrt rechts. Da sind wir doch schon. Das ist schneller. Schneller als ich dachte. Hoppala. Uiuiuiui. So. Ich bin ein bisschen zu schnell hier gefahren, ne? Glaube ich. Irgendwas war mit dem Bremsen jetzt, dass er nicht so gebremst hat, wie ich das wollte. Naja, gut. Stelle ich mich erstmal hier so hin, Leute. Und jo. Werde dann tanken und dann mit dem Plätzle da suchen. Und dann Käffchen trinken und dann, ja, kann ich zuerst mal weitermachen. Ne? Also, mit meiner Tour dann natürlich. Und alles weitere dann gleich noch. Oh, das ging aber fix hier. Okidoki. Alle tanken jetzt hier oder was? Mein Gott nochmal. Das ist ja der Wahnsinn, ist ja ein Andrang hier. Also so günstig ist das ja aber nicht. Doch. Generell hier in Frankreich 1,45 der Liter Diesel. In Spanien habe ich zuletzt 1,21 gezahlt. Also ne? Läuft hier mit den Franzosen. Läuft. Naja, gut. So. Ja, komm mir noch in die Karre rein, ey. Kollege. So. Dann muss ich mal jetzt hier irgendwo hinpflanzen. Blinker setzen, dass die Strategen mir nicht in die Karre fahren. Man weiß es ja nicht. Direkt den ersten hier nehmen. So. Hier können wir stehen bleiben. Ganz easy teasy. Genau. So. Okay. Konnte da hinten ja nicht stehen an der Tanke. Also sowieso nicht. Also wollte ich ja ein paar Minuten da ein bisschen relaxen, Kaffee trinken. Und nicht ja als auf Hetze, ne? Also genug Zeit haben wir ja. Okay, dann bis gleich dann mal. Alles klar soweit. Käffchen getrunken, Häppchen gegessen, wie immer, und ja,
Jetzt kann es soweit quietschvergnügt dann auch weitergehen, Leute. Genau. Schauen wir mal. So. Alles klar. So, jetzt aber. Jetzt können wir wieder hier auf Tour fahren hier. Also. So. Oh, eine geile Lackierung da. Oder Graffiti oder was immer der hat. So. Sieht schick aus. Sieht schick aus. So, na dann. Rechts halten. Jawohl. Machen wir. Jetzt mal hier ein bisschen hier Geschwindigkeit aufnehmen. Und da vorne ist wieder irgendetwas, was hier in Stocken kommt. Also wieder weg vom Gas. Oh Leute, ey. Ja, ich kann es ja nicht ändern, wenn ihr euch da, weiß ich nicht, auf der Autobahn hier verabredet hier für irgendwas, aber wovon jetzt wieder Zahlemann und Söhne, ich gerade flüchtig aus dem Augenwinkel gesehen habe. Ja, so geht doch. Er läuft doch. Das läuft. Schön zahlen, ne? Ach, die Bremsen, die greifen aber nicht so. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist mir ein bisschen jetzt suspekt. Bremse ich? Naja, ist mir im Auge behalten. Ne? Muss ich mal im Auge behalten. So, weiter geht's. Ja, also was ich da vorhin jetzt am Erzählen war, dass ich hier natürlich einige kleinere Veränderungen machen werde oder veranlassen werde hier am Rolli. Also darüber hinaus, dass ich jetzt natürlich die Inspektion sowieso machen werde, werde ich natürlich so einige Folierungs- und Lackierungsarbeiten auch vornehmen und mal schauen. Ne? Vielleicht das eine oder andere Anbauteil noch dran, ich weiß es nicht, mal schauen. Ne? Was das auch kostet, da so ein paar Angebote schon reinbekommen gehabt, mich da so online schon ein bisschen so informiert, aber in Spanien natürlich, wenn ich dann wieder in Spanien reinkomme, da was gesehen, im Norden Spaniens war da was und eine Werkstatt mal ansteuern.
wenn ich da wieder reinkomme, ich weiß jetzt nicht, wo es als nächstes geht. Das ist das Einzige, was ich auch sagen wollte, was mich so ein bisschen säuerlich aufstoßen lässt, dass ich dann hier nicht genau weiß, wo es immer hingeht. Ne? Also, dass ich jetzt nicht so zwei, drei Touren könnte Carrefour ja machen, wenn ich total selbst hier fahren würde, alleine, dann würde, also mehr auf alles selber organisieren müsste, dann würde ich das nicht so wissen, aber ansonsten oder planen können, denke ich mal, aber so ein Riesenkonzern könnte das schon so managen. Oder vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. Ja. Was kommen wird, glaube ich, das haben wir auch schon so, ja, mir schon mehr oder weniger zwischen Soundfall, sage ich jetzt mal, mitgeteilt, dass ich dann so mehrere Touren fahren muss, also mehrere Kunden anfahren muss, gesplittet wird das Ganze dann sein. Das heißt, was weiß ich, fünf Paletten für den, nach da und dahin. Also so Tagestouren, die wirklich von morgens bis abends da ich mal ausgeführt sein werden. Ja, wie soll ich das Ganze jetzt finden? Na, weiß ich nicht. Das ist natürlich oder jetzt von was ist los hier? Ja? Also über mehrere Tage, aber dann natürlich jetzt, dass ich dann mehrere Kunden drauf habe. Leider und dann 20 Paletten ab und davon habe ich dann drei Kunden zum Beispiel, weiß ich, ne? Der andere 6 Paletten, der andere 5 oder 4 und der Rest der dritte, ne? So, das wird dann so ablaufen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Also das haben sie mir so, mehr oder weniger so ans Herz gelegt. Die Ausfahrt rechts. Kann man jetzt im Nachhinein. Aber scheiße, dieses Jahr. Ich gehe da in die Eisen und der guckt da nicht, weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Und gleich so eine dezente Vollbremsung machen, wenn nichts hinter mir ist. Wenn auch niemand stört, aber jetzt noch nicht. Ja gut, ich meine, ich habe auch Gewicht drauf, ne? Das schiebt ja natürlich, aber trotzdem. So merkwürdig. Ja, hier geht's weiter hier. Was ist los? Läuft da nichts? Hallo? Ja, geht doch. Ja, klar. Was schnell hochmachen. Habe ich ja richtig schon vermisst im Regen. Ja, sensationell. Was ist hier mit dem Zitrön? Unser alter Zitrön ist das. Guck dir das mal an. Auch schick. Naja. Aber wie gesagt, das sind dann alles so. Kann natürlich noch was dauern, weil solange ich natürlich hier in Frankreich umtoure, ne, sind wir ja dementsprechend ja auch die Hände gebunden. Ne. Versteht sich von selbst. Ne. Aber wenn es dann zurückgeht und ich bin dann in Spanien, dann weiß ich auch schon wohin und dann wird das dann so ein paar Tage dauern. Vielleicht, ich weiß nicht, kriege ich dann. Ich werde ein Ersatzfahrzeug, also vielleicht oder ein Fahrzeug jetzt von selbst von Carrefour, wenn das jetzt länger dauern würde, das
Ich habe den auch schon abgeklärt. Also jetzt den geben, was ich jetzt machen will. Aber auch wenn jetzt, wenn ich jetzt einen größeren rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wenn ich einen größeren Schaden gehabt hätte. Oder jetzt mit Maxi oder mit. Nehmen die Ausfahrt rechts? Mit Ricky. Das wäre natürlich jetzt auch jetzt kein Problem gewesen. Also die können dann schon Fahrzeuge haben, die schon da sind. Also das biege nach links ab. Das ist natürlich scheiße. Der bremst einfach nicht. Nach rechts? Ich bin ein bisschen verkehrt hier nach rechts, ne? Ah. Ich muss da erstmal was gucken, Leute. Müssen wir hier ranfahren. Nicht, dass da irgendwas gerissen ist oder irgendwas, ich weiß nicht. Ein bisschen merkwürdig. Bin gleich wieder on board. So. Alles gut. Konnte so nichts sehen. Nur, dass ich jetzt klitschnass bin, aber sonst alles taco. Wie kann ich hier jetzt hier drehen? Hier wird schwierig, ne? Mal sehen. Dann werde ich hier mal drehen. Ja. Leute. Ich mache hier was mit hier, wa? Geht nicht anders. So. Aber ging ja noch mal. Neue Route finden. Ja, such du mal. Such du mal eine neue Route, Helga. Aber das musste sein. Nicht, dass jetzt irgendwas kaputt ist oder so. Aber anscheinend ja nicht. Biege nach links ab. So, jetzt bin ich wieder auf Kurs. Genau was es ist, kann ich natürlich nicht sagen jetzt hier, das ist natürlich klar. Aber ich bin ja schon mal in La Rochelle, also von daher. Alles gut. Vorläufig. Bei dem besten Wetter, wie man sehen kann. Ich will auch gleich ein neues T-Shirt anziehen, weil das mir gut. Mein Gott, sind das hier Hochkürze. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Ja. Biege nach links ab. Also hier. Okay. Merci beaucoup. So. Wir sind heile angekommen. Naja. Oh, das ging aber fix jetzt hier. Okay, liebe Leute. Sind wir auch bei Carrefour hier direkt. Ja. Und werden natürlich jetzt hier abladen. Ihr müsst ja bestens Bescheid wissen. Okay, doch.
Beziehungsweise anmelden und dann abladen. Richtig. Richtige Reihenfolge, nicht wahr? Richtig. Mal wieder vergessen hier. Wenn wir mal da vorne dann drehen und dann da reinfahren, ne? Wie es sich gehört. Aber hier ist auch genug Betrieb, ne? So ist es nicht. Pharmazie hier, was ist denn hier? Wir sind in der Apotheke. Am Start hier oder was? So. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier wahrscheinlich, ne? Oder? Genau. Genau. So. Jetzt nichts. So kann ich nicht gut gucken. Also als hat sich sowieso schon nass hier. Ach, die stehen ja wunderbar. Guckt euch das mal an. Wieder eins hier. Aber mal zurück. Und dann läuft die Kiste. Sensational, sag ich mal. Oh, der macht da schön Pause da. Zack, angedockt, daneben an da. Schön hier zumachen. So, das war das, das war das. Und jawohl. Alles sehr gut geliefert. Kühlung läuft noch im Hintergrund. Das ist auch wichtig, ja, dass unser Fisch also frisch und fröhlich hier runterkommt und dann ja, können wir dann auch Feiern machen, nicht wahr? Ja. Okidoki dann, bis gleich. So. Wir werden jetzt schon soweit, sind jetzt durch, ich mache die Kühlung jetzt aus. So. Alles gut, Temperatur gemessen vom Fisch, alles supi, wie es sein soll, alles im Rahmen, das freut mich. Und dann, ja, gucken wir, dann gucken wir dann auch. So, Quietsch vergnügt jetzt auch, wenn man so sagen darf, Feiern machen. So. Gehen wir mal zur Dispo. Wahrscheinlich, also ich gehe mal von aus, dass sie, dass es hier von hier aus dann weitergeht. Ne? Da liegt hier, ja, von Carrefour natürlich. So. Und ja. War alles eigentlich soweit okay. Und mal sehen, ob es jetzt wieder jetzt Richtung Spanien geht oder ob wir uns jetzt hier noch in Frankreich ein bisschen aufhalten. Das, ja. Werden wir dann sehen in der nächsten Folge. Wenn es nach Spanien geht, wisst ihr ja, was ich euch vorhin erzählt habe, dann ja, beginnt da so die eine oder andere Umbaumaßnahme beim Volley. Nichts Besonderes. Also man wird es jetzt nicht daraus jetzt einen Panzer machen. Nein, nein, das wird schon dezente Sachen sein, denke ich mal so. Sage ich jetzt erstmal so. Ne? Also nicht jedes Wort auf die Waage legen. Wortfrage. Auf die Waage legen, aber. Naja, wir schauen mal. Ist ja noch ein bisschen hin, aber wie gesagt, ich muss erstmal runterkommen wieder und dann, weil ich ja nicht weiß, wie es hier dann weitergeht. Und dann schauen wir mal. Ne? Aber ihr wisst ja schon mal Bescheid. Okidoki, dann würde ich mal sagen, was das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn ihr ja Atze auf Achse ist oder Atze on Tour im ATS, könnt ihr gerne auch reingucken. Wie gesagt, läuft ja
parallel, also sprich alle zwei Tage, ATS, ETS und ja. In diesem Sinne, haltet die Stoßstangen sauber, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.